Willkommen zurück zu Dingsbums. Diesem Spiel, weil man nichts sehen kann. Sehr gut. Ich hatte gerade ein... Wir haben noch kein Bild. Ja, ich auch nicht. So, genau. Willkommen zu Baldur's Gate. In dem Spiel, wo man nichts sehen kann. Da haben wir es. Wunderprächtig. Ich habe gerade irgendeine Inspiration für mit Schattenherz gekriegt. Ceremonia Alarum. Oder wo waren denn die Inspirationen? Wo konnte man die noch sehen hier? Ich meine, das ist nicht schlecht, dass wir eine gekriegt haben. Wir hatten schon lange keine mehr. Die können wir bestimmt noch gebrauchen. Verdammte Hacke, wo waren denn die Inspirationen? Wo standen die doch? War da im Journal, oder? Genau. Es gab ein neues Update. Vielleicht kam es doch daher. So, warte mal. Rettung des Kitzers. Maglöten, freie sein Priester. Spende den Wert in der... Man wird jetzt betrunken übrigens, wenn man eine lange Rast macht. So... Nachtlied befreien. Ah ja, okay, dafür, ich habe quasi retrograd eine Dings dafür gekriegt, dafür das Nachtlied zu befreien. Okay, gut. Wir haben auch einige Rezepte. Ne, sie haben wahrscheinlich noch mehr eingeführt und die gibt es jetzt halt nochmal da. Will ist ein Volksheld. Ich habe einfach noch nichts gemacht, was Will inspiriert hat. Aber wie schön. Boden aus Lava. Da hätte Hals denn auch was von gekriegt. Naja, gut. So, wir sind auf jeden Fall im Würmweg. Und... sollen über jemanden richten. Soweit ich mich erinnern kann beim letzten Mal. Es ist schon eine Weile her. Der Apfel? The apple. The painting depicts a red-haired man stealing a shiny apple from a cart in the open-air market called The Wide. Okay, ein Mann, der einen Apfel stiehlt. On I go. Dann gehen wir mal weiter, um das hier mal in Kontext zu setzen. Was haben wir hier? The child. A red-haired man is portrayed with his cloak's hood lowered, giving an apple to a smiling urchin. Ah ja. Several other children are huddled behind the one receiving the apple, hands outstretched. Okay, wir sehen, dass es noch andere Kinder gibt, die auch gerne den Apfel haben möchten. Die Einführung? The induction. A red-haired man is depicted in hushed conversation with a dark-haired woman. Wir sollten unser Team echt mal... She wears a cloak with an unusual symbol on it. Tally marks totaling the number 9. Das müssten wir jetzt in den historischen Kontext setzen. Aber hier drüber ist eine Schrift, die ich nicht lesen kann. Möchte die irgendjemand analysieren? Also die Frau trägt hat eine Kapuze mit seltsamen Zählstrichen, die insgesamt die Zahl 9 erwischt. So, hat irgendjemand Wasser bei? Ich habe echt nur heiliges Wasser bei? Das ist ja eine Tragödie. Das macht Damage, ne, wenn ich das werfe. Weil ich dachte mir, wir könnten mal kurz vielleicht unser Team einmal waschen. Warte mal, können wir eigentlich auch? Weil das ist ein bisschen nervig, dass die Inzwischensequenzen immer so dreckig aussehen. Achso, Leute, wir sind ja draußen. Ey, hier gibt es, glaube ich, keinen Waschzuber, oder? Gibt es irgendwo einen Fluss, zu dem man runterlaufen kann, um sich zu waschen? Weil im Dings sind ja... Ich habe vergessen, dass wir die Stadt verlassen haben. Weil im anderen... Was? Achso, sie haben jetzt das Menü umgebaut, dass du jetzt hier quasi das Gruppeninventar ist. Und die Truhe hat jetzt endlich richtige Größe. Ah, das ist ja großartig. Ich habe mir die Patrons gar nicht durchgelesen. Das war vielleicht oder vielleicht auch nicht ein Fehler. Was man aber leider nicht machen kann in dieser Truhe ist suchen. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, ob hier jetzt hier irgendwo Wasser ist oder nicht. Doch, Golem beschwören, ja, das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Ich habe diverse Wein... Achso, das sind wahrscheinlich Kategorie Vorräte. Oh, wir haben in der Tat Wasser. Warte mal. Down by the river. Ich hätte mir vielleicht vorher tatsächlich die Tat schon durchlesen sollen. Warte mal jetzt hier. Mit allen relevanten Persönlichkeiten. Tagebuch aktualisiert. Würmweg? Was ist denn jetzt passiert? Wir haben den Würmweg erreicht. Na gut, das ist super. Wasser. Werfen. Können wir alle damit treffen? Wir können alle damit treffen. So, sind alle nass. Wunderbar. Die Einführung. Okay, der Mann unterhält sich mit der Mann... mit der. Es ist übrigens nicht gesagt, dass das hier alles in Reihenfolge ist, ne? Wir klauen auf jeden Fall diesen Kristall, das ist schon mal klar. Der Diebstahl. The theft. A red-haired man is depicted in the Hall of Wonders, thieving what looks to be a priceless artifact. It's an astrolabe of entrapment. It could hold a dozen djinn within it, perhaps even more.
Das ist aber das erste Ding, wo wir einen Check gemacht haben. Also wir haben ein anscheinend sehr wertvolles, wir sehen den rothaarigen Mann, wie er ein sehr wertvolles Artefakt geklaut hat. Und das stellt sich raus, dass es ein Gings, wo vielleicht mehrere Djinn drin sind oder ein Dutzend Djinn aus der Halle der Wunder. The chase. A red-haired man is depicted running through the city streets, a flaming fist officer chasing just behind. A cloaked woman, hair dark as a raven, looks on from a safe distance. Ah ja, eine schwarze. Also der Mann rennt durch die Straße, die flammende Faust nimmt dich hinterher und die Frau mit der Kapuze ist nah dran. Wir sollten vielleicht mal Willow so drüber gucken, weil ich weiß jetzt nicht, ob die Checks jetzt eventuell nicht nur angezeigt werden, wenn man sie besteht. Das könnte jetzt sein, dass das jetzt das neue Spielmechanik dabei ist, weil es ja viel mehr Sinn machen wird. Oh, man kann das Spiel über LAN spielen? Das wusste ich nicht. Cool. Komplette Tools werden eingeklemmt. Gut. Gibt es hier irgendwas Neues? Ich habe übrigens keine Ahnung, wer Nasvalin sein soll. Aha. Das ist ein witziges Dialog. Dieses habe ich noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer Nasvalin ist. Na gut. So, Wurfwaffen automatisch hinzufügen. Gegenstandsaufteile anzeigen. Ja, gut. Das ist jetzt. Keine Ahnung, ob hier was Neues ist. Gut. Der gute Mann rennt also weg. Und das war das letzte Bild. The judgment. A stern judge, his pockets full of coin, orders a red-haired man to the gallows. A shiny apple rests on the ground nearby. Ah ja, ein Richter mit Taschen voller Gold verurteilt den Mann zum Tode. Und das ein Apfel, der vom Anfang ist, da sichtbar. Also auf jeden Fall schon mal sehr schön. Im Großen und Ganzen, was haben wir hier noch? Habe ich die Stadt des Ballermann angeklickt? Tagebuch des. Mit Rätseln hatte ich nicht gerechnet. Liegt der große Wurm wirklich hinter solchen Prüfungen verborgen? Mit Kräfteproben ja. Damit hatte ich gerechnet, aber nicht mit so etwas. Als wäre es zum Vergnügen gedacht. Tja. Cleanse the world of those who would stand in the way of the righteous. But do not let such cleansing prevent justice. Okay, also die Welt. Okay, wir lassen mal Will das Ding mit dem Neuen angucken, weil das ist, glaube ich, damit hängt es jetzt ein bisschen, weil das scheint ja offensichtlich der Auftakt zu sein. Ich hätte mir gedacht, dass die Kinder ihnen irgendwie zur Flucht verhelfen bei der ganzen Geschichte, aber das ist offensichtlich nicht passiert. The induction. She wears a cloak with an unusual symbol on. Okay, Will hat auch keine Ahnung, was das für Dinger sind. Jetzt fehlt uns wahrscheinlich Gale. Der wüsste wahrscheinlich, wer er ist. Dann können wir vielleicht Kala als also Stadtkind fragen. The induction. She wears a cloak. Okay, gut, das hat keiner irgendeine Ahnung davon. Naja, gut, dann reden wir halt mal mit den Richter und schauen mal, was er uns dazu... Oh, das warten Urteil. Das ist ein Gemälde, also wir sollen wahrscheinlich eins der verhüllten Porträts darauf packen, oder? Achso, wir können ein verhülltes Porträt. Okay, gut, reden wir mal mit den Richter. Und fort. My judgment is rendered. The thief earns his due. Sein Urteil ist es, Gerechtigkeit zu üben. Also er ist der Richter aus der Geschichte. Also er hat die Äpfel eigentlich nur gestohlen, um sie leidende Kinder zu schenken. Und dann hat er das Ding, was den Ginny enthält, was viele Ginnys enthält, hat er auch gestohlen. Aber er hat es im letzten Bild nicht mehr dabei. Ich glaube, der Richter ist nicht recht. Oder? Okay, gut, ich versuch's aber mal, wenn ich es jetzt verkacke, denn. Immun gegen Feuerschaden, aber das ist immun gegen alles, ne? Aber wie soll ich denn ein Urteil fällen? Dieser Richter, seine Aufgabe ist es. Achso, warte mal, ich weiß nicht, ob es klug ist, einen Apfel reinzunehmen. Kann ich mir die Kamera nicht noch ein bisschen. Und dass man echt wie dumme Dinge sieht. Geht. Gut. Und es gibt jetzt mehr Camp-Animationen. Guck mal, er macht sich Essen. Okay, Jahira macht einfach gar nichts. Aber warte mal, wer hat denn noch eine neue Animation? Schön, dass die beiden direkt nebeneinander stehen in dem Ding hier. Ich dachte gerade noch mehr Camp-Animationen neue. Na egal. Wir brauchen einen Apfel, liebe Truhe. Haben wir da was? Es könnte sein, dass der Großteil meiner Ressourcen tatsächlich in so ein Ding hier drin ist. Reisesack? Oh ja, wir haben in der Tat Äpfel dabei. Gar nicht mal wenig. Ich weiß nicht, welchen Sinn es hat, den Apfel da reinzupacken, aber da ich kein Astral-Labium habe,
kann ich leider auch überhaupt nichts tun und einen Apfel reinpacken. Ach, warum nicht? Im Schlussendlich passiert gar nichts, ne? Kombination nicht möglich. Kann ich ein Gemälde mitnehmen? Also, genauer hinsehen? The Judgment. As the shiny apple. Ein glänzender Apfel liegt auf dem Boden. Also, meine nächste Idee ist, den Dings mit dem... Achso, ich kann das Bild einfach bewegen. Warte, Moment, dann machen wir das doch. There's some sort of aura blocking me. Need to get rid of it. Ja, ich könnte Tageslicht zaubern als Stufe 3 Spruch. Ach komm. Kann das funktionieren? Motiv des Leimwald ist von nekrotischen Schatten des Richters verdunkelt. Ja, ist natürlich ein bisschen lame, dass ich das trotzdem sehen kann, was es darstellt, indem ich es untersuche. Okay, ist das jedes Mal das gleiche Bild? Das ist nicht fair, dass das... Guck mal, die Kinder weinen, aber die Frau ist nicht drauf, die mit dem Umhang. Hm. Ja, ich komme vielleicht noch drauf. Hier ist ja noch so lustige Schrift da oben. Die Einführung. Okay. Ja, ich meine, die Diebesgille heißt neun Finger, ne? Hä? Mann und Frau sind intensiv im Gespräch darstellen. Rotes Haar und das mit ihren schwarzen. Die Mantel trägt ein ungewöhnliches Symbol. Neun Zählstriche. Ich bin noch der Meinung, dass ich den Richter mit einem Apfel anwerfen muss. Sind das eigentlich alle neun oder einer? Das macht leider gar nichts. Der Apfel ist auch weg. Sind alle neun, alle 15 Äpfel weg oder nur einer? Das Verbrechen muss bestraft werden. Wir haben hier noch eine andere Richtung. Das Verbrechen muss bestraft werden. Kammer des Urteils. Ich meine, wir haben ja quasi schon das Urteil im Galgen und die verhüllten Gemälde zeigen aktuell das. Und wir haben hier zweimal Schrift drüber. Über die beiden Wände. Nur über die beiden, ne? Sind die überall so eine Drachenkerzen? Hier sind überall Drachenkerzen. Nicht erreichbar. Die anderen Kerzen aber auch nicht. Puh, weiß ich nicht. Das ist, ich meine, wir haben auf jeden Fall noch Blitzpfeile. Das wird wahrscheinlich überhaupt nichts bringen, aber... oh, wir haben gar nicht mehr so viele Blitzpfeile. Oh! Warte mal, vielleicht gehen die Dinger generell kaputt. Ach, die gehen generell kaputt. Okay, das war's jetzt nicht. Oh. Keine Ahnung, ob hier Dunkelheit was reinzubringen irgendwas ändert, aber hier stehen halt so lustige Zeichen drüber. Ich krieg was dafür? Achso, ich. Warte mal, hat Schattenherz gerade diesen Ring an, der extra Schaden macht, wenn die lachen? Hm. Die Schrift, die da drüber steht, hilft mir aber nicht wirklich weiter. Ich gucke hier gerade wieder in die komplett falsche Richtung. Schön nämlich, dass wir all diesen lustigen Debuff kriegen. Hä. Ja, Gewalt ist anscheinend nicht die Lösung. Das Kind. Hm. The child. A red several other children. Vielleicht, wenn ich das mal von Carla rangucken lasse. The child, several other children. Nee. Hätten die anderen das gesehen? The theft. Der Diebstahl. Okay, also das ist, er hat keinen Check. Oder die kriegen keinen Check mehr, weil sie das halt nicht. The theft. Okay, gut, die anderen kriegen keinen Arcana-Check, aber das liegt vielleicht doch daran, dass ich ihn schon gemacht habe. The chase. A red-haired man is depicted running through the city streets, a flaming fist officer chasing just behind. A cloaked woman, hair dark as a raven, looks on from a safe distance.
Ist halt die Frage, ob er jetzt das Ding aus Freiheitsgründen stehlen wollte oder einfach nur aus persönlicher Bereicherung. Damit fällt es jetzt so ein bisschen. Ob das, was die Gondiger taten, gerecht und fair ist. Warum hat er eigentlich keine Waffe, der gute Will? Er hatte mal eine Waffe. Was ist daraus geworden? Hat er nicht immer diesen lustigen Zauberstab für angehende Hexer? Hier, das Ding, Regeneration der Niedertracht. Hat er das eigentlich schon eingesetzt? Ah ja, hat er schon, na gut. Er kann auch genauso gut den Feuerballstab tragen. Ist ja nicht so, dass Will jemals im Nahkampf mit seinem Schwert zuschlägt. Hm. Achso, habe ich vielleicht schon alles für die ganzen Statuen? Ach nee, eine Statue fehlt noch. Okay, also das Urteil. Das Urteil ist tatsächlich das Letzte, was fehlt. Das ist natürlich eher schlecht. Auch schlecht ist, dass mein Stream Deck gar nicht möchte und ich dessen die letzte volle Stunde nicht aufgenommen habe. Was irgendwie ein bisschen doof ist. Aber auch nicht dramatisch, weil an sich haben wir nichts verpasst. Gerade mit dem falschen Profil. Naja, gucken wir uns mal die Balduran-Statue an. Cleanse the world of those who would stand in the way of the righteous. But do not let such cleansing prevent justice. Also ich soll die Welt von denen befreien, die der Gerechtigkeit im Wege stehen. Und die Taschen voll Gold implizieren, dass der Richter nicht fair ist. The judgment. A shiny apple rests on the ground nearby. Ich hätte gerne mehr Pixel. Ein glänzender Apfel liegt daneben. Und ich kann hier was einfügen. Warte, der Richter hat die Taschen voller Gold. Heißt das, ich kann ihn einfach mit Gold bestechen? Warte, was er genau hat es gerade gesagt? War es nicht genug? Brauchen wir mehr Gold? Wer hat denn hier das... Okay, es ist keine Frage des Vermögens. Ist der Richter gegen irgendwas nicht immun? Schwäche gegenüber Sonnenlicht, aber das habe ich schon versucht. Das hat nicht funktioniert. Hat Will noch diese Fackel? Warte mal, ich habe doch bestimmt irgendjemand von meinen Leuten hat er noch. Tag der Abrechnung kommt. Also die Mundschildaura ist es nicht, das was wir brauchen. Na gut. Also der verhüllte Richter ist auch kein Feind. Das wird das hier wahrscheinlich nicht klappen, weil göttliche Intervention trifft, glaube ich, auch Leute, die nicht... Schatz enttränken, das habe ich noch nie versucht. Den Diener bewaffnet oder den Diener der Waffe geschmiedet im Feuer eurer heiligen Bindung. Aha. Ich habe keine Ahnung, was das mir bringt. Ja, aber wir müssen was reintun, aber... Ich meine, außer die Abenteuernotiz fällt mir jetzt nicht für ein. Einen Apfel haben wir schon versucht und einen Genie habe ich gerade nicht zur Hand. Oder eine Vase. Hä? Aber lass dich nicht von der... Das abhalten, die Gerechtigkeit aufzuhalten. Also ich hätte gedacht, dass ich das dann selber die Gerechtigkeit stoßen muss. Okay, gut, ich bin bereit für einen Tipp. Was ich übersehe. Weil sonst hängen wir hier die nächste halbe Stunde noch. Weil der Richter selbst ist ja anscheinend unverwundbar. Da suchen wir mal genau den Richter. Hat der eine Schwäche? Ich verstehe, ich bin schon absolut sicher, dass sie eine beschuldigte Seele verhindert damit, dass eine beschuldigte Seele verurteilt wird. Er ist verflucht. Oh. Ja, warte mal. Das kann ich für ihn lösen. Das kostet mich bloß leider wieder einen hochleveligen Spacelot, was ein bisschen ärgerlich ist. Warte mal, Will kann doch entfluchen. Der hat doch hier seine Hexenmeister-Scheiße. Haben wir das nicht sogar aus Versehen gelevelt, weil ich keine Wahl hatte? Oh nein, er kann das tatsächlich nicht. Dann habe ich nicht gelevelt. Na gut, warum hätte ich das auch tun sollen? Gut, Schattenherz. Wir müssen hier leider mal... Wir müssen hier mal kurz umbauen. Wir brauchen
Naturschutz stets vorbei. Das ist auch so ein richtiger Quatsch-Skill. Ich habe immer noch Insektenplage dran. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die schon gezaubert habe. Ich würde vermuten, nie. Fluchbrechen. So, okay. Fluchbrechen. Brauchen Level 4 Zaubersprache. Ja, super. Oh. Okay. Ich kann seinen Fluch brechen. Ob das jetzt die richtige, regelkonforme Lösung war? Keine Ahnung. Ach, es gibt doch verschiedene Bilder. The hanging. A red-haired man is depicted hanging from a gallows as a crowd looks on. You notice a child in the crowd, a falling tear leaving a trail on his cheek. Ist auch schön, dass Schattenherz kurz lächelt dabei, ne? Freedom. A red-haired man walks the streets of Baldur's Gate, clad in a billowing cloak. You catch a glimpse of a sly smile beneath his hood, and a golden coin in his hand. A thief walks free. Is this truly justice? Ha, der rennt frei mit goldener Hand und lächelt. Das ist wirklich Gerechtigkeit. Was ist das hier? The cell. A stern prison guard slides a warm meal into the thief's cell. The red-haired man has a 10-day left to serve, judging by the scratchings on the wall behind him. Aha, okay, das wir sollen die Gerechtigkeit üben. Ich meine, er ist letztendlich nur ein Dieb und kein Mörder, nicht wahr? Die anderen Lehren von Balduran haben doch gemeint, dass das Reform das Richtige ist. Das ist die richtige Idee, weil der Richter genau der Gerechtigkeit im Wege steht. Dann nehmen wir die Zelle mit. Und legen sie auf das wartende Urteil. Und dann gucken wir mal, ob das richtig ist. Wenn an sich hat er doch. Zumindest beim Krieg hat er doch gesagt, dass man den Leuten verzeihen soll, oder nicht? Applied Lex Talionis. The principle of the sentence being proportional to the crime. Naja, okay, das ist die Strafe. You are a paragon of justice. Proceed. Naja, ich weiß nicht, was man da macht, wenn man nicht. Warum kann ich jetzt eigentlich immer noch Fluch brechen? Hab ich das nicht gerade rausgepackt? Okay, was habe ich dann rausgepackt? Irgendwas, was ich eventuell vielleicht doch brauche? Wir heilen. Dafür ist es eine Stufe 6 Spell. Das ist irgendwie ganz schön meh. Heiligtum. Heiligtum ist ein Level 1 Spell. Was hatte ich denn stattdessen drin? Weil ich benutze sowieso die meiste Zeit irgendwie nicht so viele verschiedene Zaubersprüche, außer hier in verschiedensten Abfassungen. Aber was hatte ich denn vorher drin? Ja, im Zweifel würde ich jetzt noch Stille mitnehmen. Stille ist so der eine Zauber, von dem ich glaube, dass er vielleicht manchmal irgendwie nochmal zu was gebrauchen ist. Okay, dann gehen wir jetzt zur Ansur. Drachenheiligtum. Super. Bisschen unheimlich hier. Was ist das ja nicht für ein Zeug auf dem Boden? Finde ich das gut? Ich glaube nicht. With courage does the hero march. Fettered by the taxing chains of fear. A stalwart soul must ever persevere. With insight does the hero choose. Guidance born of ancient wisdom proven. Peace, not strife, the undenied conclusion. With justice does the hero rule. Lead not the guiltless lamb to bloody slaughter, nor cleanse the lion's sins in sacred water. With strategy does the hero scheme. A cunning mind, 100 steps ahead, your allies close, your rivals stunned in dread. Worthy you are found. Go forth, hero, seize your fate, and rise, great worm, heart of the gate. Ah ja, okay, also der Held schreitet voller Gerechtigkeit voran und generell überhaupt total toll. Und der Held ist dem Gegner immer, dem bösen Feind immer 20 Schritte voraus und ist dabei total klug. Das Problem ist, dass wir kämpfen gegen einen Ältesten gehören, den ist es sehr schwierig, intelligent voraus zu sein. Jetzt kann ich nicht abschätzen, was kommt. Weil ich würde ja, bevor ich runter... Das sieht hier so ein bisschen nach Arena aus. Gut, dass ich meine Space-Lust schon wieder auch nicht verballert habe. Ich glaube mal, bevor wir zur Olle Ansur gehen... Was sieht hier so noch... Ich meine, wir haben extra Anti-Drachen-Pfeile mitgenommen, ne? Da ist ein Helm. Wie groß ist das für ein Drache? So ein Drache war letztes Mal nicht so groß, ne? Und hier ist ziemlich viel Fleisch auf dem Boden. Vielleicht ist das mit Ansur auch alles eine Lüge.
Naja, ich würde sagen, wir machen das mal, also wunderschön als Cliffhanger. Bisschen vorzeitig heute und dann machen wir beim nächsten Mal weiter.